So, moin und willkommen zurück zu einer neuen Runde Scum. Wir haben einen Ruhmpunkt. Juhu. Nein, Quatsch. Ja, wir waren ja hier in der City. Und wo sind wir überhaupt? Genau, da. Dann würde ich sagen, gehen wir doch jetzt erstmal zu unserem Auto, gucken, ob es noch da ist. Na super. Natürlich ist das Auto nicht da. Irgendjemand hat übers Wochenende das Auto geklaut. Hervorragend. Och Mann. Also ganz ehrlich, manche Leute haben es nie so mit den Regeln. Ich merke das schon. Naja gut, dann würde ich sagen, ziehen wir auch hier aus der Stadt ab. Das bringt ja gar nichts. Das können wir mitnehmen, das können wir mitnehmen. Sehr schön. Das Problem ist einfach, Auto ist jetzt weg. Das andere Auto war geclaimed hier, der Wolfswagen, den wir ja da gefunden hatten. In der Garage. Und ja, dann würde ich sagen, immer einfach weiter, weil es bringt ja so nichts. Leider, das würde ich gerne noch mitnehmen. So. Gut, nächstes Set und sowas brauchen wir jetzt erstmal nicht mitnehmen. Haben wir jetzt, glaube ich, ein paar viele genug von. Noch mehr Vitaminpillen, sehr schön. Dann müssen wir jetzt halt erstmal gucken, dass wir irgendwie unterwegs Schrottautos oder sonst was ein Schloss finden. Wenn wir ein Schloss finden, nehmen wir das natürlich mit. Nächstes Auto nehmen wir mit und dann, nein, wenn wir das nächste Auto finden, schließen wir es ab und nehmen es dann mit. So. Und müssen dann jetzt halt ein bisschen aufpassen. So lang. Aber ja, okay. Also den Rucksack haben wir ja jetzt hier schon. Und da wir ja am Freitag schon die Stadt gelootet haben, so großteils, würde ich die jetzt nicht nochmal gerne looten wollen, weil sonst kommen wir hier irgendwann nie weiter, wenn wir immer nur das gleiche looten und so. Deshalb würde ich sagen, gehen wir jetzt einfach weiter. So. Wunderbar. Dann ziehen wir halt hier lang weiter und gucken, ob wir da vielleicht irgendwo was finden. Scheiße. Okay, ich glaube, wir sind sowas von tot. Die habe ich alle drei nicht gesehen. Alter Falter, echt. Fuck. Die haben mir jetzt mal kräftig aufs Maul gegeben. Das ist, ja, sehr schön. Uncrafted. Scheiße, Mensch. So. Das könnte tödlich enden. So ein Shit hier. D
Das hat aber jetzt auch kräftig aufs Maul gegeben, bin ich ja ganz ehrlich. Das ist. Wow. Lumpen zerteilen. Keine Ahnung, ob wir das noch überleben. Könnte eher schlecht werden. Ja. Dabei wollte ich doch mal gucken, ob wir das Geld einzahlen können, was wir jetzt noch haben. Meine Fresse, ey. Es hat ziemlich Aua gemacht jetzt, muss ich ja mal ganz ehrlich sagen. Oh Mann. Ja, dann lassen wir es jetzt ausbluten. Das Problem ist auch ganz einfach. Das ist jetzt echt die Gamist hier. Weil irgendwie. So. Ja, ich wäre zwar jetzt gerne in die Stadt gegangen wieder, um das Geld einzuzahlen, aber so wie das jetzt gerade abgelaufen ist, könnte das Aua tun. Vor allen Dingen, wir haben gerade irgendwie nicht wirklich was zum. Jeden Fall haben wir jetzt schon mal Desinfektionszeug, so das Ding wieder da rein. Schmerztabletten, ich glaube, die brauchen wir gerade auf jeden Fall. Ja, Gesundheit, Schmerzen haben wir bestimmt, oder? Ja. Ai. So. Super. Das ist echt super. 14% HP noch. Super. Nächste Zombie brauchen uns so an. Hupen. Husten und wir sind sowas von tot. Es war jetzt gerade echt nicht lustig. Ach Quatsch. Das da so, das da so. Das da weg, weil die bringt überhaupt nichts eigentlich. Also, ja. Definitiv weglaufen bringt jetzt bei den Mobs anscheinend gar nichts mehr. Also zumindest nicht bei denen. Ich hatte ja zwei schnelle und ja, es war nicht so wirklich das Gelbe vom Ei. Ich möchte jetzt trotzdem noch schnell versuchen, das Geld einzuzahlen. Ja. Dann haben wir wenigstens jetzt ein bisschen Geld auf dem Konto. I hope, nicht I hope, dass wir das jetzt irgendwie überleben. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, C1 Verletzungen, okay. Ja, aber es wird mal wieder interessant. Also auch wie ihr seht. Ich als alter Hase mit über 6000 Stunden kriege jetzt wieder kräftig aufs Maul. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wir können froh sein, dass von den dreien keiner die Horde gerufen hat, weil das hätten wir definitiv nicht überlebt. Kann ich mit Sicherheit sagen.
Na, wir können aber kurz mal hier gucken, was wir finden. Und uns eventuell da oben mal kurz hinlegen zum Regenerieren. Weil Gott sei Dank, also die Zombies können ja jetzt mittlerweile viel, aber... Ja, die nehmen wir mal mit. Gott sei Dank nicht Leitern. Na gut, die können vielleicht sogar hier hochspringen. Das wäre vielleicht noch eine Möglichkeit. Das weiß ich nicht. Das habe ich noch nicht ausgetestet. Möchte ich auch ehrlich gesagt gar nicht. So, pausieren kurz. Einfach jetzt so ein bisschen gucken. Dass wir die zumindest alle in die Regeneration kriegen und dann können wir weitergehen. Ja, es ist halt ein bisschen schade, dass sich die Leute nicht wirklich an die Regeln halten. Ich muss nachher mal gucken, wer das Auto sich geholt hat. Ich habe ja die Fahrzeug-ID aufgeschrieben. Das heißt, ich kann sehr gut gucken, wo das Fahrzeug ist und wer es hat. Weil, ja, man sollte sich schon so ein bisschen an die Regeln halten. Aber ich meine, so ist auch in Ordnung. Es ist nicht wirklich so ganz schlimm. Weil so können wir jetzt ein bisschen zu Fuß laufen und gucken, dass wir da jetzt irgendwie... vielleicht was draus machen. So, wir sind jetzt fertig. Wo ist die Leiter? Da war sie. So, dann gucken wir jetzt, dass wir weiterkommen. Auf die Schuhe müssen wir auf jeden Fall aufpassen mit dem Reparieren. Weil das könnte fies werden, wenn die Schuhe urplötzlich hier im Schnee sich verabschieden. So, weiter geht's. Oh, wir humpeln wieder. Das ist jetzt... nicht gewollt gewesen von mir. Warte, warte, warte. Schmerztabletten essen. Vielleicht hätten wir doch mal komplett auskurieren sollen. So. Aber wir sind schon wieder bei 28, 29%. Das läuft. Ja, dann werden wir jetzt halt hier die Straße weiterlaufen. Ich würde sagen, wir schauen uns hier oben in den Klamotten mal an oder halt im Sägewerk. Dass wir da vielleicht ein Auto finden. Was wir ganz dringend erstmal zuerst bräuchten, wären Schlösser oder ein Schloss. Na, siehst du, das ist das, was ich eben vergessen habe. Ich habe gesagt, wir gucken in Schrottautos nach einem Schloss. Das habe ich komplett vergessen, aber ich habe jetzt auch gehört, es ist egal, was du für ein Level hast. Du kannst, also jetzt hier das nicht, aber mal gucken. Was? 12 Schlösser. 12 fucking Schlösser für Gold. Okay, hat da nicht jemand gesagt, es gibt 8 dafür? Das waren mal, ich glaube, 5, oder? Toll. Ein eisernes Schloss 3, das waren mal 5, sind jetzt dafür 8 und das goldene waren, glaube ich, mal 10, sind jetzt 12. Das ist hervorragend. Ach du Scheiße. Ja, das kann man so mal machen. Aber ich habe gehört, dass mittlerweile, egal was für ein Boss-Skill man hat, jeder jetzt anscheinend die Kisten bauen kann. Egal welche. Das finde ich schon mal ganz gut. Dann braucht man nämlich jetzt für die Kisten nicht unbedingt die Int voll hochzuknallen. Und für die Schlösser. Also ich habe es eigentlich meistens nur wegen den Schlössern gemacht, aber dadurch, dass man jetzt Schlösser weiterhin gedroppt bekommt, ist das eigentlich überflüssig. Also ich werde definitiv
beim nächsten Charakter nicht mehr so hoch auf Int gehen. Das werde ich mittlerweile gucken, dass wir das irgendwie dann durch die Bunker-Runs machen. Wobei die Entwickler von Scum uns da auch schon wieder einen Strich durch die Rechnung gemacht haben. Eigentlich irgendwie geil, aber irgendwie auch nicht. Es ist wohl jetzt so, dass immer nur noch 2 neue Bunker aktiv sind, die man hacken kann. Das heißt, ja, man kommt nicht mehr in jeden Bunker. Es gibt wirklich nur 2 aktive, die anderen sind dann zig Stunden irgendwie nicht mehr aktiv. Und kann man, und da kann man dann dementsprechend auch nicht rein. Einerseits vielleicht gar nicht mal so verkehrt. Andererseits, naja gut, muss man halt schauen, was man dann macht. Aber ich sehe gerade, wir haben es 10 vor 8. Wir kommen definitiv gleich noch in einen Server Restart. Aber okay. Das ist ja nicht unbedingt schlimm. Gehe ich so lange in die Pause, bis wir wieder auf dem Server sind. Wie beim letzten Mal auch. Weil, wie ihr ja seht, ich habe ja hier 5, ne? Die habe ich von Anfang an gehabt. Das werde ich demnächst nicht mehr machen. Da werde ich, weiß ich nicht, auf 2, 2, 4 oder sowas gehen. Mehr auf Stärke machen. Oh, hüpft dort. Ey, sag mal, was ist denn das jetzt? Das ist, Mann. Okay, hier gibt es Weintrauben. Ein Schraubendreher. Einmal essen. Und hier gibt es vermutlich nur Wein, oder? Prüfen, prüfen. Prüfen. Ja, alles leer. Okay. hier links brauchen wir gar nicht gleich rein. Das dürfte der Bunker sein. Den wollte ich jetzt eigentlich nicht mitnehmen. Toll, da unten ins D2 wäre ein Airdrop, aber das schaffen wir eh nicht. Bis wir hier einmal quer über die Karte sind, das dauert. Schon so ein bisschen, 73%, das ist so, wir sind auf jeden Fall noch ziemlich angeschlagen, sagen wir mal so. Was ist eigentlich jetzt mit der Gesundheit? Schmerzen, ja, sind immer noch unterdrückt, okay. Apropos unterdrückt, wir haben auf jeden Fall Infektionen. Aber wir hatten vorhin noch irgendwo Antibiotika, ne? Das sind Vitamine. ich bin mir sicher, wir hatten Antibiotika gefunden. Das ist auch Vitaminpillen, eine ganze Schachtel direkt hervorragend. Da Antibiotika essen. Dann hauen wir uns mal direkt 2 Vitamine hinterher. Oh. Gut, Antibiotika hat geholfen. Die Infektionen gehen so nach und nach weg. Das ist sehr schön. Dann können wir jetzt vielleicht auch 100% ausheilen. Weil die 2 Verletzungen sind wegen den Wundkeimen und sowas noch geblieben. Den Infektionen. So, ja, hier sieht es auch schon wieder voll super aus. 2 kleine Häuschen, wo wahrscheinlich auch nichts wird. Wo ist der denn hingegangen? Da. Irgendwo hier ist ein Hühnchen. Gucken wir mal, ob wir das kriegen. Das wäre mal nice.
Ach Mann. Das Hühnchen dürfte weg sein, so ein Scheiß. Ich sehe das Hühnchen nicht mehr. Es ist doch... Ich höre es zwar irgendwo noch. Da hinten ist es. Also ihr seht, anscheinend ist auch schon wieder das Jagdsystem geändert worden. Weil früher musste man ja irgendwie den Spuren folgen. Jetzt sind Tiere auch wieder so in der Map oder auf der Map. Ja. Was aber auch irgendwie ein bisschen schöner ist, finde ich. Also ich fand die Karte oder die Map eigentlich ziemlich unbelebt irgendwann. Als Hühnchen. Oh. Alter. Okay. Wir werden mit dem Bogen hier kein Scharfschütze mehr. Definitiv nicht, aber es hat sich so angehört, als wenn hier auch noch ein Hühnchen gewesen wäre. Aber leider nein. Irgendwie. Doch, hier muss irgendwo eins sein. Ich sehe es da. Alter Falter, das ist doch. Ich wollte gerade sagen, was ist das, ey? Wer Hühnchen? Wir haben auf jeden Fall jetzt ein Hühnchen, so zusammenführen. Durchsuchen. Ich weiß zwar nicht, warum man ein Hühnchen durchsuchen kann, aber das wird Gründe haben. So, dann. Was jetzt? Oh, ich habe nichts zum Schneiden bei, oder was? Auch Schiede. So, wir machen einmal schnell ein Messer. Messer immer gut. So. Warum schleppt man das eigentlich noch mit? Ist doch leer. So, das als erste Frage. Würde ich das sogar da hinhauen? Bis da, das hier runter. Schmerztabletten, sehr schön. Das Ding. So. Dann passt sogar das Hühnchen. Das ist doch wunderbar. So. Weiter geht's. Ernsthaft jetzt, ich wollte gerade sagen, wir sind irgendwie gerade absolute Scharfschützen hier. Und das Problem ist, ich brauche gerade definitiv wieder Steine, weil habe ich ja gerade liegen lassen, weil clever und so. Essen, doch nochmal ein Messer craften, dann hauen wir noch ein paar Bäume ab da, nicht Bäume, Büsche. Daraus machen wir uns dann noch ein paar Pfeile. So, das Ding in die Hände nehmen. Den können wir gerade mal durchsuchen, den Zombie hier. So, mach hin.
Okay. Hallo, zerteilen. Ich wollte gerade sagen, irgendwas stimmt hier gerade nicht, aber so. Dann nehmen wir die noch mal. So, das würde ich auch gerne noch mal nehmen. Und dann fangen wir jetzt an, Pfeile zu craften. So, ja, ich sehe es gerade, wir brauchen dann schon wieder ein neues Messer. Weil das kann nicht mehr wirklich viel. Und es sollte gleich auch der Server down gehen. Ich hoffe, wir kriegen hier da ein neues Messer noch schnell herstellen. Und dann ist der Server down. Ich gehe kurz in die Pause. Es geht gleich weiter, wenn ich wieder auf dem Server bin. So, da sind wir wieder zurück. Ach du Scheiße, was ist das? Ja, das läuft. Das ist hervorragend. Was auch immer das jetzt war, warum, wieso, weshalb? Ich weiß es nicht. Alter Falter. Was sollte das denn jetzt? Also das fand ich jetzt ziemlich zerstörend, verstörend. Also früher, bis 09 war es eigentlich noch so, dass wenn man sich eingeloggt hat, man keine Probleme mit Zombies hatte und die Zombies auch gar nicht in der Nähe gespawnt waren. Okay, da muss man jetzt vielleicht auch aufpassen. Eventuell würde ich mal so sagen. Also das war jetzt echt spooky, ganz ehrlich. Man lockt sich ein, direkt hängt so ein Zombie auf einem und will einem ans Leder. Gut, der ist zwar erst von hier aus darüber gelaufen und dann zu mir gekommen, aber weiß ich nicht, wäre der hinter mir aufgetaucht und hätte den Weg hinter mir gedreht, hätte ich ihn gar nicht mitbekommen. Gut, vielleicht haben wir Glück und finden da jetzt in der Gegend genau. Ein Auto oder sowas. Wir können ja mal gucken. Ich würde jetzt definitiv. Gehört das schon zum Base Building? Anscheinend, jupp. Ja, kleine Feuerstelle. Ja, die platzieren wir. 4 Stückchen. Das haben wir. Alles da. Hervorragend. Dann brauchen wir jetzt. Dann brauchen wir jetzt definitiv noch. Erstmal, das Messer haben wir noch in der Hand. Gut. Super, wir brauchen, ja. Such mal hier irgendwo Büsche in der Gegend, wo Schnee ist und fast gar keine Büsche vorhanden. Das ist auch wieder geil. Wir brauchen ja noch ein Feuermachtding da. So, dann würde ich tatsächlich da Gegenstände. Mein Feueranzünder nehmen. Und den nehmen wir auch direkt mal mit hier. Ah, toll, dann habe ich da drüben jetzt gleich aber keine Axt mehr, aber das dürfte eigentlich gar nicht so schlimm sein. Echt jetzt finde ich die Feuerstelle nicht mehr, doch da. Sehr schön. So, dann schmeißen wir den Stock hier mal hin. Zerlegen das Hühnchen, das können wir nicht zerlegen, weil schon wieder keine Steine. Oh, ey, kein Messer.
Mann, 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 das nächste Messer. Also ich glaube, wenn ich fürs Messer craften bezahlt werden würde, hätte ich hier jetzt gleich genug Geld zusammen. Aber das ist, wenn man so viel Klamotten mitschleppt und irgendwie nichts in der Hand hat, um keinen Platz mehr hat, um dann irgendwas zu machen. So, ich würde jetzt gerne das Hühnchen zerlegen. Das kann man auch roh essen. Okay, habe ich gerade gesehen. So, dann haben wir auf jeden Fall zwei Knochen. Ich möchte jetzt, hä? Feuer anzünden, genau so. Dann möchte ich gern Cooking machen. Das Ding. Das Ding kochen. Ah, Mann. Dann nochmal das Ding, das Ding. Und das Ding, genau. Hä? Oh. Das kochen. Dann das hier. Okay, das sind 18 und 20 Minuten. Das ist jetzt nicht das, was ich wollte, aber okay. Aber es sieht gut aus, wie wir hier das geile Essen herstellen können. So, in die Hände nehmen. Ja, jetzt wird ihm anscheinend warm. Weil wir zu nah, oder ihr warm, so, weil wir zu nah am Feuer stehen, vermute ich. Dann kommt das Messer raus. Dann würde ich tatsächlich das und das hier hinschmeißen. Haben wir dann irgendwie. Na, wir haben noch ein. Obwohl, nee, können wir nicht, sehe ich gerade. Feuerschwert mit tierischem Fett. Okay. Z-Alarm eine Minute bevor. So, guck mal, und dann schon, so wie es aussieht, ist das Essen noch schneller fertig. Dann hauen wir das Zeug hier noch rein. Obwohl, ich glaube, das geht dann auch wieder gleich nicht. Warte mal, wir essen mal die Weintrauben. Den das hier rüber. Und das hier runter, das da hoch. Aha. So. Machen wir anders. So, das dahin so. Es geht Gott sei Dank relativ schnell, sage ich jetzt mal, mit dem Kochen, aber wir haben dann gleich wenigstens mal vernünftiges Essen. Und wenn es nur ein bisschen Fleisch auf dem Stiel ist, aber wir haben ein bisschen was zu essen da. Und können uns vielleicht für unterwegs stärken. Obwohl wir momentan essen und trinken eigentlich relativ gut haben. Okay, das hier ist wieder auf 2,8. Das ist 2,7. Ja, müssen wir gucken, dass wir da noch irgendwie vorwärts kommen. Ansonsten haben wir denn irgendwas zum Wegschmeißen? Wir könnten hier einmal komplett alle Vitamine futtern. Würde ich sogar sagen, dann hauen wir die da oben rein. So, das Problem ist, wir können gerade keine neuen Dings herstellen, weil das nur noch ein Faden ist. Deshalb können wir kein neues Nähset herstellen. Aber wir machen jetzt ein paar Minütchen hier das Futter, können reparieren und haben dann zumindest für die nächsten Folgen mal ein bisschen was zu futtern. Wenn wir natürlich Glück haben und es auch überleben. Hitzegefühl. Ja, du stehst am Feuer, dann ist immer ein bisschen warm. Hör doch auf, rumzumeckern hier. Mann, 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 Mann. So, erst meckert er immer rum, zu klein. Zu kalt, zu kalt, nicht zu klein, zu kalt. Und jetzt ist, das ist voll. So, wir haben noch 7 Minuten Endgame. Was ja relativ schnell geht.
Alter, ernsthaft? Jetzt muss ich mein Essen auch noch verteidigen vor den Zombies oder was? Geh weg, mein Essen. Blödes Vieh, mein Essen. Gibt nichts für euch. Es ist aber jetzt okay. Anscheinend, wenn man zu lang stehen bleibt, kriegt man Zombie-Spawn. Das ist sehr fies. Ja, sie fühlt sich pretty hot. Mhm. Ja, es ist Hitze da. Das ist logisch. Wir haben ein Feuer an. Mann, 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 Mann. Aber Gott sei Dank kündigen sich die Zombies gerade so ein bisschen vorher an. Das ist, ja, ich sag mal schon ein Vorteil, bin ich ja ganz ehrlich. Ansonsten kann ich irgendwas wegschmeißen noch notfalls. Ja, ich könnte den Feuerbohrer wegschmeißen, den brauchen wir gleich eh nicht mehr. Wir könnten übrigens auch das Einerteil jetzt hier wegschmeißen. Ja, es stackt mit dem Oder. Das ist ein Vorteil mittlerweile hier am Update, wenn ihr nur noch eine Einheit übrig habt und ihr habt, was weiß ich, auf dem anderen Ding nur noch 7 Fahrten, übernimmt er das. Dann habt ihr insgesamt 8 Fäden. Das ist ja das, was früher immer das Problem war, wenn ihr nur noch einen Faden wie hier übrig hattest. Obwohl, nee, früher, also mit Faden ging das ja früher, aber bei Seil oder so, wenn ihr nur noch ein oder zwei Seil übrig hattest oder die Bleiplatten zum Beispiel beim Munitionscraften. Wenn du da nur noch eine Einheit übrig hattest, hattest du Pech. Und das hat sich jetzt mittlerweile geändert. Das heißt, es wird jetzt alles aufgebraucht. Von daher braucht man dann jetzt nichts mehr wegschmeißen. Das ist schon mal ganz gut, finde ich. Also das war ja auch das, was viele Fans von Scum immer wieder gefordert haben, weil es war ja sonst echte... Oh, nun Zweier, okay. Okay, es scheint wirklich zu sein, wenn man sich irgendwo zu lang aufhält, kriegt man anscheinend Zombies. Es kann doch nie sein. Ich möchte bitte mein Essen in Ruhe hier. Ja, toll. Und schon verbrannt. Ach, das ist Kacke. So. Ich will das nicht. Obwohl, warte mal, das ist... So. Dann können wir den Feuerbohrer doch mitnehmen, für den Fall, dass wir nochmal irgendwann... Feuer machen müssen, weil wir wieder irgendwas zu essen gefunden haben oder so. Und wenn ihr jetzt Sachen wie hier das Zeug auseinandernehmt oder sonst was, dann wandert das eigentlich ins Inventar. Aber ja, der Vorteil ist, ich habe keinen Platz im Inventar, deshalb bleibt es jetzt draußen. Finde ich einerseits schon ganz gut, andererseits, naja, es, wenn man nicht aufpasst und es nicht weiß wie beim ersten Mal. Also ich habe das erste Mal irgendwie mit meinem anderen Charakter Bücher, was heißt zig, jetzt waren 3 Bücher irgendwie, nee, zwei Bücher waren es, zerlegt. Hab mich gewundert, dass nichts draußen rumliegt und habe mir gedacht, naja gut, vielleicht ein Bug. Und als ich dann was gefunden habe, was ich haben wollte und es nicht aufheben konnte, habe ich da mal nachgeguckt. Es ging nichts mit aufheben, weil ich den ganzen Scheiß im Inventar hatte. Also, wenn man das natürlich am Anfang nicht weiß, weil ja bis jetzt sonst immer alles rausgefallen ist oder auf dem Boden lag. Ja, das war schon... Nicht schlecht. Also, ich habe schon dumm geguckt, gebe ich ja ganz ehrlich zu. Aber ich muss sagen, ich feiere das, weil... wenn man es jetzt natürlich weiß, kann man es ändern und ja, ist gar nicht verkehrt, weil so muss man jetzt nicht jedes Mal, wenn man irgendwas rausgeschmissen hat, um es zu craften oder so, gucken, ob schade, nur Stiefel, ob da irgendwo was ist oder so. Würde tatsächlich nochmal oben gucken gehen, hier lagen ja früher mal Waffen, keine Ahnung, vielleicht liegt hier mittlerweile was anderes. Aber so wie es aussieht, liegt hier gar nichts. Gut, dann gehen wir doch mal ins Häuschen, gucken, was wir da noch haben. So, wir haben zumindest schon mal
Eine Couch. Eine Zwiebel. Ja, die könnte man im Übrigen, ne, auch das nächste Mal. Ich schmeiß mal die Weintraube raus, weil eine Zwiebel könnte man beim nächsten Fleisch mit drauf machen oder beim nächsten Fleischspieß. Man muss ja mal alles ausprobieren. Leider ist da nichts. So, hier ist auch nichts. Autofahrerhandschuhe, okay. Yes, der sieht doch mal schick aus. So, nehmen wir den, lassen den Sport-BH oder was auch immer ist das da. Passt auch super zu unserem, nee, haben wir gar nicht, oder doch, genau, zu unserem schicken schwarzen Höschen. Das passt, das, ich bin hervorragend, ich bin entzückt, bin ich. Wenn wir das nächste Mal schwimmen gehen und so. So, aber ich sehe gerade, wir sind ja schon bei 41 Minuten. Das heißt, wir durchsuchen nochmal kurz das Bett. Keine Bettwanzen da, wir legen uns hin. Wir werden dann für heute erstmal Feier machen. Ich bedanke mich dafür, dass ihr dabei gewesen seid. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann lasst mir gerne einen Daumen da. Wenn ihr keine weiteren Folgen verpassen wollt, mich ein bisschen unterstützen wollt, lasst mir gerne noch ein Abo da. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin sage ich erstmal Ciao. Der Falli.